Herzlich willkommen zum nächsten Part meines Destiny 2, die Hexenkönigin des Plays. Diesen Part werden wir den nächsten Piratenfürst oder was auch immer das sein soll. Na ja gut, halt Piratenversteck halt eben platt machen. Und damit ab geht's zum nächsten. Ja gut, also wieder zum grauen Stein. Kommt sie ihr nur so vor, da stellt man dir die erste Mal gleich ein. Und das sieht aus, als fast so aus, als wäre es halt eben von Season of the Lost recycelt. Ja, also gut, was haben wir jetzt hier? Na gut, hier ist die Tür zu. Ja, herrlich. Also hier müssen wir dann... Ja, natürlich. Mehr als ein gutes Werkzeug braucht man nicht, um hier voranzukommen. Ja. So. Ich meine, man sieht da hier schon eine gute Klefe und dann hackt man... Massakriert man die Gegner komplett durch. Also ich sehe damit gar kein Problem. Okay, kann ich aber... Ja gut. Vorausgesetzt, man trifft natürlich. Was ich wunderbar nicht gemacht habe gerade. Ja, anders jetzt auch bewegen, die Ziele zu schießen, ist jetzt auch nicht gerade leicht. Also davon mal annehmen, geht es jetzt hier mal darunter, oder? Nö. Warte, was? Wo müssen wir... Also wo müssen wir jetzt hier lang? Und außerdem, wo kommst du schon wieder her? Also das war doch richtig. Naja. Was ist denn das jetzt schon wieder? Und weg mit dir, du komisches Drecksding. Nö. Ihr komischen Geschütztürme könnt mir nichts. Okay, was auch immer das gerade war. Was soll's? 8964 Korax, eingeschickte Zone. Hä, hey, was für Hackebeile denn? So. Einfach alles zackstückeln. Oder die Hackebeile hier. Ja, davon mal annehmen, ne? Ja gut, das sollte passen so. Und schnell wieder an. Hallo. Und komm, gönn dir. Du komischer Klingenmeister. Deswegen sind das so Klingentypen. Ich habe irgendwie gedacht, das wären halt sowas ähnliches wie Skiffblades oder so. Was zum... Ja, okay. Ihr könnt mir eh alle gar nichts. Tagal ist abgestürmt und zieht sich zurück. Ja, wunderbar. Soll er doch. Entweder abhauen wie eine feige Sau. Gut, hat sich das auch erledigt. Und tschüss, ihr Centurios. Ihr seid eh alle gar keine Bedrohung. Und damit hätte ich auch schon den ersten Klingenmeister. So, wo ist der andere? Ah, da. Und dann hätten wir auch den zweiten erledigt. So, was jetzt hier mit dieser Barriere? Ah, da ist ja noch einer. Also ab die nächste Beute gesammelt. Sonst hat ganz sauber zerberstet. Kenntnis nur bei Bedarf, was? Aber Misrax weiß noch mehr. Ja, ist ja fast so, als hättest du es selbst benutzt. Warum benutzt du einen sicheren Kanal? Befolgst du eine Anweisung meines Vaters? Hä? Kluge Schriftgelehrte. Genug der Schmeichelei? Naja, Misrax hat mich gebeten, dich auf Abstand zu halten. Vielleicht will er nicht, dass du dich in unsere unappetitlichen Geschäfte einmischst. Waren das seine genauen Worte? Nur eine Vermutung. Wer weiß. Aber könnte ich nach allem, was passiert ist, den Wunsch des Kells in Frage stellen? Spider? Ich werde herausfinden, was hier los ist. Sicher wirst du das. Und jetzt halt eben ab zum Äthertank. Also gut, ab rein da. Können wir uns mal anhören, was es diesmal Freshes zu hören gibt.
Falls dem so ist. Spider, Vater weigert sich, meine Fragen zu beantworten. Hat er sich schon einmal so verhalten? Ihr beide wart mal Freunde. Selbst wenn Misrax früher Freunde hatte, war ich keiner davon. Ich habe nichts zu seinem Verhalten zu sagen. Du weichst der Frage aus. Was, ich? Genauer gesagt, zögere ich zu antworten. Nun, dein Vater war unberechenbar. Wir hätten alles erreichen können, wenn er auf mich gehört hätte, aber das tat er nie. Und sieh ihn dir jetzt an. Der Kerl eines Hauses, verschanzt in der Stadt. Er Schrott durchwühlt und so tut, als wäre er im Schatten der großen Maschine zufrieden. Sie boten uns Schrott an und wir nahmen ihn. Oh, höre ich da etwa Undankbarkeit? Nicht Undankbarkeit, sondern die Wahrheit. Ich weiß, wer mein Vater ist. Aber wer war er? Das habe ich von Spider erwartet, nicht von dir. Ich erfülle nur meine Pflichten als Schriftgelehrte. Ich werde Wissen zusammentragen, auch wenn es mir vorenthalten wird. Rakis, ich habe es verboten. Soll ich dir die Zunge herausschneiden? Vater! Entschuldige das Verhalten des Kells. Entschuldigung angenommen. Schon klar. Du hast Angst, die kleine Eide und nimmt die rosarote Brille ab. Die Menschen haben entzückende Floskeln. Und was würde sie sehen, wenn sie dich ansieht? Sprich niemals wieder mit meiner Tochter. Oh, keine Sorge aber. Ich bin nicht der Einzige, der sich erinnert. Früher oder später erfährt sie die Wahrheit. Es wird schon alles gut gehen. Wie heißt es doch so schön? Das Licht gibt uns Kraft. Mies fragst echt cold-blooded. Das kam gerade richtig komisch aus, aber was soll's. Ohne Projektor, im nächsten die Viertel besucht. Ja, gehen wir doch mal hin. Gucken wir, was der zu sagen hat. Hallo, Captain. Dachte, ich übernehme besser, während Mitrax beschäftigt ist. Ich habe gehört, dass er mit familiären Problemen zu kämpfen hat. Soweit ich weiß, hat er versucht, Eido von all diesen Piratengeschäften fernzuhalten. Er hat die Beherrschung verloren. Unangenehme Sache. Armer Eido. Wie heißt es doch gleich? Begegne bloß nicht deinen Helden. Nur dumm, wenn der Held dein Vater ist. Kein Wunder, dass Mitrax Geheimnisse hat. Jeder hat etwas, was ihm nachts den Schlaf raubt. Sie finden sicher eine Lösung. Die meisten Leute vertagen ihren Zwist, wenn die Welt kurz vorm Untergang steht. Ich meine, schau dir nur mich und Zavala an. Oder mich und Ikora. Oder mich und... eigentlich alle. Ja? Segel der Schiff, Steven. Der Vagabund kümmert sich um die Kommunikation, während sich Mitrax mit Eido unterhält. Ich habe gehört, dass er mit familiären Problemen zu kämpfen hat, meint der Vagabund achselzuckend. Er scheint von Mitrax Ausbruch gegenüber Spider nicht beunruhigt zu sein. Kein Wunder, dass Mitrax Geheimnisse hat, sagt er. Der Vagabund macht sich auch keine Sorgen wegen den Spannungen zwischen Mitrax und Eido. Sie finden sich eine Lösung, sagt er. Die meisten Leute vertragen ihren Zwist, wenn die Welt kurz vorm Untergang steht. Also da hat er auch wieder nur wiederholt, was da gesagt worden ist. Und dann ab wieder kurz Spider. Also was ist das hier für eine Hin- und Her-Tour? Lass uns einen Deal machen. Spider zeigt mit einer Handbewegung auf die nun vertrauten Engramme. Du willst noch mehr, wie ich sehe. Ausgezeichnet, sagt er. Du musst nur deine Feststräne wenden. Wähle ein Gramm aus und enthülle deinen Preis. Keine Ahnung, geh mal auf die Mitte. Juckt. Ja, könnt das Ding mal weggehen, bitte, danke. Du durchschaust von der
Du schaust von deinem armseligen Gewinn auf und bemerkst, dass Spider den Engramm kaum Aufmerksamkeit schenkt. Wieder Pech gehabt, murmelt er. Das ist wirklich schade, Hüter, aber eine Pechträne kann jeder treffen. Er richtet sich in seinem Stuhl auf. Gib mir etwas Zeit, um die Vorräte aufzufüllen, sagt er. Ich sag dir Bescheid, wenn ich neue Engramme zu vergeben habe. Er fixiert dich mit einem herablassenden Lächeln. Ich bin sicher, dass du das nächste Mal gewinnst. Eine Stimme erklingt über dein Funkgerät. Noch mehr Energiestörungen, ruft sie. Das war das letzte Stück Triagonationsdaten, das ich brauchte. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, diese Energieschwankungen zu blockieren, falls wieder einer auftritt. Du scheinst der Katalysator zu sein, erklärt sie. Ich werde mein Unterdrückungsfeld aktivieren, wenn Spider dich das nächste Mal bittet, ihm einen Besuch zu erstatten. Vielleicht können wir dieses Rätsel gemeinsam lösen. Naja. Das ist scheinbar alles, aber bei... Oh gut. Na, wobei, das war's mit diesem Part. Also bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.